Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nerim. In der letzten Folge haben wir uns um die drei mächtigen Seraphen gekümmert. In dieser Folge werden wir Arantia befreien. So, dazu gehen wir jetzt einfach weiter in das Gefängnisraum. Ja, hier draußen sehen wir ein paar Fische, Wasser. Also wir sind sehr tief unter Wasser. Ja. Ach, ein bisschen Zeug, das wir nicht brauchen. Also diese Gänge hat hier auch ewig keiner mehr betreten, seit 1000 Jahren. Und das heißt, er ist seit 1000 Jahren natürlich auch nicht eingebrochen. Ja, das ist alles Baratheons mächtige Magie. Hier geht's ein Tor schwierig, brauchen wir noch nicht. Wobei... Ja, es interessiert mich schon, was dahinter ist. Ihr kennt mich ja mittlerweile, also... Egal, ob ich das Schloss knacken kann oder nicht, wir werden es einfach öffnen. Ah, wobei, mir ist aufgefallen, wir haben ein Amulett oder einen Ring. Genau, das sicherheitsfestigt. Ja, genau. Hoffentlich erinnere ich mich sonst, wenn ich es nochmal brauche, auch daran. Was war hier? Na, ich glaube, ja, wir gehen jetzt hier weiter. Ich glaube, da hätte ich irgendwas anderes gefunden. Da können wir ja nochmal hingehen. Diesen anderen Gang. Hoffe ich. Weil ich glaube, das hier ist richtig. Und wir haben jetzt damit ein Schloss im Gang. Naja. Egal. Oh. Wie auch immer du hier 1000 Jahre ohne Nahrung überlebt haben willst, Kollege. Ich denke, du wirst gegen Strom anfällig sein, deswegen nehme ich die Grabesklinge. Was bist du denn? Du bist ein Meeresungeheuer, nehme ich mal an, oder? Ah, machst aber schon Schaden. Hallo, was hast du für eine scheiß Reichweite? Mieses Viech. Ach nee, nicht den Feuerbogen. Nehmen wir lieber den Pfeile. Oh, Seelenfalle auch noch. Könnte ich mir theoretisch ein paar Seelensteine kaufen und ein bisschen benutzen. Hab ich jetzt eine Krankheit? Nee. So. Als persönliche Rache. Wir rasten mal eine Stunde wieder. Oh. Haben hier ein bisschen gewütet, die Viecher. Kommen die alle her? Hier war doch seit 1000 Jahren keiner mehr. Denke ich. So. Hier gibt es ein Tor, das wir öffnen können. Auf der Seite. Und ich denke, wir sind schon ziemlich nah an unserem Ziel. An Narazulantia. Der ganze erste Teil des Spiels ging ja darum, diesen Kerl zu finden. Und jetzt stehen wir fast schon vor ihm, ja! Ladies and Gentlemen, darf ich vorstellen, Narazulantia. Seit 1000 Jahren sehne ich mich nach diesem Augenblick. Und nun merke ich, dass Äonen nicht ausreichen würden, um ihn vollends zu genießen. Durchaus. Ich bin erfreut, euch zu sehen. Ihr habt mich beeindruckt. Und glaubt mir, es ist schwer, mich zu beeindrucken. Mersul scheint mit euch eine kluge Wahl getroffen zu haben. Baratheon hat Mersul getötet. Getötet, ja? Diese widerliche Marder hat Mersul getötet? Was habe ich ihm nur getan, dass er mir auf diese Weise seinen Respekt zollt? Erst verrät er unsere Sache und dann greift er den Orden auch noch direkt an. Um dieses Problem werde ich mich sofort kümmern müssen, wenn ich hier raus bin. Baratheon wird wissen, dass ihr hier seid. Oder es zumindest erahnen. Und sobald ich einen Fuß auf freien Boden gesetzt habe, wird er versuchen, mich zu beseitigen. Trauriger Thor, merkt nicht einmal, dass der Jäger eigentlich der Gejagte ist. Übrigens... Falls euch daran gelegen ist, mehr über mich in Erfahrung zu bringen, dann könntet ihr dieses Buch hier lesen. Ich habe es geschrieben, während ich hier festsaß. Ich denke, es ist recht spannend. Ja. Arantias Tagebuch. Da muss ich jetzt mal gucken.
wie dick dieses Buch ist. Nee, will ich nicht lesen. Ihr könnt es gerne tun, wenn ihr lesebegeistert seid und euch für diesen Spielecharakter interessiert. Ich tue es nicht. Gehen wir aus diesen vier Wänden heraus. Wir gucken jetzt erstmal, ich will keine Sekunde länger hier verweilen. Was Sarant, Narazio so gemacht hat. Okay, nicht viel. Er läuft raus und zaubert gleich. Können wir hier raus? Ja, okay. Eigentlich müsste hier, genau. Ja. Narazio, Larantia. Noch ein was im Namen Seraph. Des Götter geht hier vor sich? Ah, Erzseraph Aras. Ja, ich wusste es doch. Die linke Hand der Götter höchst selbst. Nun, wie soll ich sagen, ich erfülle nun gerade einen lang gehegten Wunsch. Niemand kann aus der Gefangenschaft der Lichtgeborenen entfliehen. Kehr zurück, das ist kein Spiel, Arantia. Ich bin zu alt, um nur zu spielen. Und zu jung, um ohne Wunsch zu sein. Ich werde mich euch nicht fügen. Damit besiegelt ihr euer Schicksal. Manchmal muss der Schicksalshand eben geführt werden. Ja, Schicksal, ein Leitmotiv dieses Spiels. Ist euch bewusst, was ihr da getan habt, Sterblicher? Narazio Larantial hat gegen die göttliche Ordnung gehandelt. Ach du Scheiße, hab ich jetzt Angst. Er wurde nicht umsonst von den Göttern zu dieser Strafe verurteilt. Nicht. Er hat einen Gott getötet. Ach Gott, er hat einen Gott getötet. Sowie eine hohe Zahl an Menschen ermordet. Ja. Er wurde im Konzil der Lichtgeborenen von 6 Göttern für schuldig befunden und muss diese Strafe bis an sein Lebensende verbüßen. Ja, natürlich muss er das. Nun kommt ihr und befreit diesen Verräter von seinen Ketten? Tja, so viel zu euren Göttern. Damit habt ihr euch selbst zum Verräter an der göttlichen Ordnung gemacht. Oh Gott. Im Namen der Lichtgeborenen verurteile ich euch beide hiermit zum Tode. Schön, dass du das kannst. Auf dass eure Seelenläuterung erfahren werden. Mhm, das Urteil wird sofort durch meine Hand vollstreckt. Ja. Grüß die Hölle von mir. So, wie machen wir dich denn tot? Ja, ich denke, du bist so scheiße, du kriegst Zwergenpfeil ins Gesicht. Ach Gott, Arantia wirft dich natürlich. Oh, wir haben durch sein Schild durchgeschossen. Arantia wirft sich natürlich mutig, wie er ist, zwischen den Erzseraphen und unserem Pfeil. Ja, ich denke. Ja, Arantia, ich hoffe, er kann nicht sterben. Wenn er sich nicht. Die bewegen sich zu viel, ich treffe, finde ich gut. Ah ja, wir können ja mal den Rest ein bisschen draufhauen mit unserem Armageddon-Schwert. Müsste jetzt gleich fallen. Okay, er hat den Schlag gemacht. Damit geht der letzte Erzseraph dahin. Ach, das war der letzte. Schade. Ich dachte, es gibt mehr von euch. Voll die Guten. Naja. Nein, ich wollte ihm noch seine Ausrüstung. Ach Gott, nein, halt nicht. Genau hier wollte ich. Ja, hier waren wir schon mal. Wisst ihr, was dies epischer Ort. Wirklich epischer Ort. Hier. An dieser Stätte ruhen die Gebeine meiner geliebten Celara. Ganz gleich, was Arkt, dieser Narr in Stormwind, gesagt hat. Er ist schuld. Dazu muss daran, man wissen, dass die beiden sich geliebt haben. Meine Celara. Und ich sollte die Celara dann den Arkt geliebt haben, liebt hat und der Arantia die Celara dann erschlagen hat. Ein Artefakt namens Seelenschinder bergen. Ja, ihr hört richtig. Ich war den Göttlichen einst untertan, ebenso wie mein Vater. Ich diente ihnen. Und da sie den Seelenschinder begehrten, zog ich los, ihn zu finden. Celara kam mit mir. Doch die Lichtgeborenen vertrauen niemandem voll und ganz, der nicht zu ihrem heuchlerischen, erlauchten Reigen gehört. Und deshalb wurden wir vom damaligen Erzseraph Arkt begleitet. Ja, Arkt war mal ein Erzseraph. Arkt, der es nicht lassen konnte, mit Celara anzubandeln wie ein räudiger Köter, der ein Wesen edelster Natur begehrt. Ja, als so ist unser Land, ja. Schinder schließlich gefunden hatten und ich es in meinen Händen hielt, da eröffnete der Lump mir, was ich schon lange wusste und hatte mit ansehen müssen. Und Celara klammerte sich an ihn, diesen Unrat, bis mich der Zorn durchfuhr und ich die Klinge gegen meine Liebste erhob. Auch Arkt wollte ich bestrafen, doch konnte er feige entkommen. Ja, und jetzt lächelt er schon wieder. Es klingt vielleicht merkwürdig. Aber manchmal hasst man den Menschen am meisten, den man auch am meisten liebt.
denn er ist der Einzige, der einen wirklich verletzen kann. Und ich habe Celare am meisten geliebt. Wenn aus Liebe Schmerz wird, wandelt sich der Schmerz schnell zu loderndem Hass. Ja, das ihr könnt das nicht verstehen. Opfert man sich denen, auf die man liebt, wird es am Ende nur dazu führen, dass man die hasst, denen man sich aufgeopfert hat. Ich habe wohl einige Fehler in meinem Leben begangen, aber meine Liebste zu bestrafen, war der größte von allen. Weil er kämpft ja für die Menschen. Ich habe die einzige Frau, die ich je liebte, zum Tode verurteilt. Erst zu spät wurde mir bewusst, was ich getan hatte. Zu spät habe ich bereut. Dann hat er eine Statue gebaut, um das alles wieder gut zu machen. Bitter bereut. Seitdem ist Celaras Seele an jenes Schwert gebunden. Noch heute liegt es mit Sicherheit dort, wo ich es damals fallen ließ, als der Zorn sich legte und mir zu Bewusstsein kam, was ich angerichtet hatte. Wir werden den Seelenschinder holen, denn er ist für unsere Pläne nett, von immenser Wichtigkeit. Wäre nett, zu reden, weil die Folge möchte ich gerne jetzt Die Klinge wurde vom ersten Schattengott, dem ersten Tel Imaltat, geschmiedet. Ja, und darüber werden wir auch noch im Geistes Laufe des Spiels ist noch immer darin gefangen. Uralte Kräfte durchfließen den kalten Stahl. Das ist auch der Grund, warum die Götter das Schwert haben wollten. Sie fürchten sich davor. Der Seelenschinder ist das Werkzeug des Tel Imaltat, welcher dereinst die Ehre haben wird, der lichtgeborenen Untergang zu sein. Ich werde ihr Untergang sein. Ich werde die Vorherbestimmung des Tel Imaltat erfüllen. Schön, danke. Wir beenden die Folge an der Stelle und machen in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, ciao, Leute.